أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, liebe Geschwister, das letzte Mal hatten wir das Kapitel beendet, und zwar, was das Wudu ungültig macht. Wir haben über die Handlung gesprochen, die das Wudu ungültig machen. Dieses Thema haben wir ebenfalls beendet, und wir empfehlen jedem, dass, wenn er die Unterrichte hört, dass er die dazugehörigen Fragen, die im Anhang angebunden sind, dass er sie beantwortet, damit er für sich selber testen kann, ob er diese Sachen verstanden hat oder nicht, damit man auch inshallah ta'ala weiterkommt, liebe Geschwister, denn die Jahre, sie vergehen sehr, sehr schnell, und zum Schluss muss man nach hinten blicken und schauen, was habe ich eigentlich Neues gelernt? Habe ich überhaupt etwas Neues gelernt, oder bin ich noch auf demselben Stand wie vor 3 oder 4 oder 5 Jahren? Lediglich ein Wort mehr habe ich gehört. Das wäre hier wirklich ein großer Verlust, denn wir wollen uns ständig verbessern. Wir wollen unser Wissen mehren. Aber natürlich, wenn wir unser Wissen mehren, soll es Wissen sein, was nützlich für uns ist. Wissen, was wir umsetzen. Und wenn wir dieses Wissen richtig verstehen, bi'idhnillah ta'ala, dann sollte es unsere Aufgabe sein, von jedem von uns dieses Wissen weiterzugeben, damit wir es nicht verlieren. Denn dieses passiert sehr, sehr schnell, dass man heute vielleicht ein paar Dinge weiß und sie morgen wieder vergessen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Sünden entfernen und uns dieses Wissen zu einem nützlichen Wissen machen. Heute fangen wir an, inshallah ta'ala, mit dem Kapitel Mash ala al-Khuffayn. Und das ist natürlich ein sehr bekanntes Kapitel in den Fiqh-Büchern. Das heißt, das Streichen über die Ledersocken. Erstmal, was bedeutet Al-Mash? Die Gelehrten definieren Al-Mash, das Streichen, und zwar sagen sie, das Streichen über die Oberseite der Ledersocken. Das Streichen über die Oberseite der Ledersocken. Aber es sind nicht nur Ledersocken, wie wir später auch zu diesem Thema kommen werden. Das Streichen über die Oberseite der Ledersocken oder über den Kopf nennt man im Arabischen Al-Masih. Das nennt man im Arabischen Al-Masih. Und Al-Masih, das Streichen, es ist eine Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala und eine Erleichterung für seine Diener. Haben wir nicht schon in vielen Angelegenheiten uns wirklich darüber gefreut, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns so eine Erleichterung gegeben hat? Speziell auch auf Reise, nicht nur auf Reise, aber auch speziell auf Reise. Wir sehen das, wenn du irgendwo Halt machen musst, du musst dein Wudu machen, damit du beten kannst. Subhanallah al-Azim, wie angenehm und wie leicht ist es da, über die Socken zu streichen. Es gibt einige Muslime, die dieses nicht als Sunna sehen, ja sogar verwehren, dass es erlaubt ist in unserer Religion, liebe Geschwister. Und lasst uns heute die Beweise dazu anhören, was die Gelehrten über Al-Masih gesagt haben. Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala qala An-Nawawi ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawazi al-masih ala al-khuffain fi safar wal-hadar sawa'un kana li hajatin aw li ghayriha. Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagt in Sharh Sahih Muslim, dass über die Erlaubnis, über die Füße streichen zu dürfen, ein Ijma' der Gelehrten existiert. Es existiert ein Ijma' der Gelehrten. Bedeutet, die Gelehrten haben sich darauf geeinigt, dass dieses eine bestätigte Handlung in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, liebe Geschwister. Und sie sagen, warada fil mash ahadith kathira. Und bezüglich al-mash des Streichens sind sehr viele Ahadith-Überlieferungen überliefert worden, muttafaqun alayh. Das bedeutet,
dass diese auch übereinstimmen in den authentischsten Büchern bei Bukhari und Imam Muslim. Imam Hassan al-Basri rahimullah ta'ala sagt, wie Ibn Hajar al-Asqalani in Fath al-Bari berichtet, حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين أخرجه ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة berichtet, dass Hassan al-Basri, einer der Tabi'in, rahmatullah alayh, gesagt hat, wir haben 70 Sahaba überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über die Ledersocken gestrichen hat. Das bedeutet, dieses ist bekannt unter den Sahaba radiallahu anhum wa ardahum, dass sie über die Socken gestrichen haben, weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihnen dieses so beigebracht hat. Und Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani sagt weiter, er sagt, وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُتَوَاطِرٌ. Und die Überlieferungen über Masch sind zahlreich. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ رُوَاتَهُ فَجَاوَزُوا الثَّمَنِينَ مِنْهُمْ الْعَشْرَ. Und es wurden mehr von 80 Gefährten überliefert. Es wurde von mehr als 80 Gefährten überliefert, dass sie Al-Masch, die Streichung über die Socken vollzogen haben. Unter diesen 80 sind die 10 Paradiesbewohner. Unter ihnen sind die 10 Paradiesbewohner und unter den 10 Paradiesbewohnern sind sowieso die 4 Khulafa ar-Rashidin radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Und Ibn Hajar sagt weiter, rahmatullah alayh, وَنَقَلَ إِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ إِبْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَنِ الصَّحَابَ اِخْتِلَافِ. Er berichtete Ibn al-Munzir von Ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak ist ein Tabi'i, ein Schüler von den Sahaba, dass es bezüglich der Angelegenheit des Streichens über die Socken keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten der Salaf, der Sahaba, gegeben hat. Es gab keinen Meinungsunterschied unter ihnen. Gab es in anderen Fiqh-Angelegenheiten manchmal unter den Sahaba Meinungsunterschiede? Nein. Bezüglich Al-Masch gab es keinen Meinungsunterschied, der den Tabi'in bekannt gewesen ist, liebe Geschwister. Und sie sagen, die Gelehrten, وَأَقْوَى الْأَحَدِيثِ حُجَّةً فِي. Die stärksten Beweise zu diesem Thema, Hadith Jarir radiyallahu anhu arda, es berichtet al-Shaykhan, bedeutet Bukhari und Muslim, und Abu Dawud und al-Tirmidhi, annahu bala thumma tawadda wa masaha ala khuffay. Er hat uriniert, dann hat er den Wudu vollzogen und er hat über seine Socken gestrichen. Faqila lah, so wurde zu ihm gesagt, تَفْعَلُ هَكَذَا. Du tust dieses auf diese Art und Weise. قَالَ نَعْمْ. So sagte er ja. رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّ وَمَسَحْ عَلَى خُفَّي. Ja, denn ich sah dem Gesandten صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dass er uriniert hat, dann den Wudu vollzogen hat und anschließend über seine Socken gestrichen hat. Von wem ist diese Überlieferung? Wir haben gesagt, von Jarir. Auf wen hat er aber diese Handlung zurückgeführt? Bilal. Auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sollten hier eine Sache lernen. Wir machen eine Klammer auf, liebe Geschwister. Jeder einzelne Sahabi, jeder, ist Thiqa, bedeutet vertrauenswürdig. Wenn er uns berichtet, dieses war so die Handlungsweise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann obliegt uns Muslime daran zu glauben. Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ta'ala sagt, die Gelehrten haben einen Ijma', einen Konsens, dass jeder einzelne Sahabi was ist? Na? Thiqa ist. Bedeutet, wenn ein Sahabi uns sagt, das war die Handlungsweise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das authentisch überliefert, dann zweifeln wir nicht daran. Weil niemand von den Sahaba
hätte etwas absichtlich in der Religion Falsches gesagt, um die Religion zu verraten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erwählte diese besten Menschen aus, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begleiten. Und wie sollten sie auch anders sein? Dann sagt man, aber es gab doch Sahaba, die haben Sünden gemacht. Unterscheide bitte zwischen einer Sünde, die man macht, und zwischen etwas Falsches in der Religion wiederzugeben. Bewusst. Dieses sind zwei ganz unterschiedliche Themen, liebe Geschwister. Insofern haben wir hier den Beweis, dass Jalil uns gesagt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über seine Socken gestrichen hat. Das sind nicht die einzigen Beweise, aber sie sind viele, viele Beweise. Wer kann mir sagen, warum haben manche Gelehrte gesagt, Al-Masih ist nicht von der Religion? Wer kann mir sagen, mit welchem Argument haben manche Gelehrte, und es ist bestätigt, dass manche Gelehrte dieses gesagt haben, Al-Masih ist nicht von der Religion? Weiß das jemand? Nein. Und zwar, ihr kennt die Sura Al-Ma'idah. In der Sura Al-Ma'idah gibt es eine Ayah, die Nummer 6. Was ist diese Ayah? Langsam sollten wir die jetzt kennen, inshallah ta'ala. Ist die Ayah über die Pflichten von Wudu, wenn ihr zum Gebet aufsteht. Aufsteht. Wenn ihr zum Gebet aufsteht, dann wascht eure Gesichter. Dann Hände bis zu den Ellenbogen. Streicht euch über den Kopf und wascht die Füße bis zu den Knöcheln. Die Ayah sollte jeder kennen und auf Arabisch am besten, inshallah ta'ala. Das bedeutet, in dieser Ayah hat Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas über das Streichen der Socken gesagt. Antwort? Nein. Es gab manche Gelehrte, die haben gesagt, das Streichen der Socken war vor dieser Ayah. War? Vor dieser Ayah in Surah Al-Ma'idah. Aber als die Ayah gekommen ist, heruntergekommen ist, so wurde diese Sache aufgehoben. Das heißt, für diese Gelehrte war die Sache aufgehoben. Sie sagen, mit der Surah Al-Ma'idah, diese bestimmte Ayah, die wir gerade besprochen haben, dieses hat Al-Masih aufgehoben. Aber schaut mal, Subhanallah, Jarir, radiallahu anhu wa arda, er hat uns doch gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gemacht und er hat es ihm gleich gemacht. Dann haben die Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum, ihn gefragt, هل كان هذا قبل المائدة أو بعدها؟ War das Streichen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vollzogen hat, vor der Ayah von Surah Al-Ma'idah oder danach? So sagte Jarir radiallahu an, ما أسلمت إلا بعد المائدة. Ich habe den Islam wonach angenommen? Nach der Offenbarung der Surah Al-Ma'idah. Klarer Beweis? Das bedeutet, das, was manche Gelehrte versucht haben einzuschränken, indem sie gesagt haben, das war vor dieser Zeit und danach wurde dieses aufgehoben mit der Surah Al-Ma'idah. Antwort, wir haben einen klaren Beweis. Und Beweis ist, wie wir gesagt haben, bei Bukhari und bei Muslim und in anderen Büchern wie At-Tirmidhi und anderen. Dieser edle Sahabi Jarir, radiallahu an, er sagte, ich habe doch den Islam nach der Surah, der Offenbarung der Surah Al-Ma'idah angenommen. Und deswegen sagen die Gelehrten folgerichtig, dieses ist keine aufgehobene Sache, im Gegenteil, es ist eine bestätigte Sache. Und diesen Ijma hat nicht nur Imam An-Nawawi, rahimullah ta'ala, festgehalten, auch Ibn Abdul Barr und Imam As-San'ani, unter ihnen die großen Gelehrten, die gesagt haben, es existiert ein Ijma der Gelehrten, dass man über die Socken streichen darf. Und es ist kein Recht, dass man dieses abstreiten darf. Willst du das nicht machen? Das ist eine Sache. Aber dieses in der Religion abzustreiten, ist eine sehr gefährliche Sache. Nachdem man auch klare Beweise hat, dass dieses von der Religion bestätigt ist, liebe Geschwister. Wir haben gesagt, Al-Masih ist eine Sache, die uns Erleichterung und Erschwernis bietet. Erleichterung. Alhamdulillah, wir waren jetzt auch wieder auf Reise. Oh Wallahi, das ist sehr, sehr schön. Ja, und stellt euch vor, man kommt ja auch notwendigerweise auf diese Raststätten-Toiletten. Die sind ja nicht wirklich sauber. Na,
Ich vergleiche sie immer mit einem Atomreaktor. Das ist teilweise sehr, sehr unangenehm, diese Toiletten. Yani, wenn wir dort noch die Füße waschen müssten, wäre das wirklich eine Erschwernis. Aber Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der uns die Religion leicht gemacht hat, uns hier auch Erleichterung in dieser Sache verschafft hat. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man Al-Masch, das Streichen über die Socken, vollziehen darf? Insgesamt haben uns die Gelehrten vier Bedingungen festgehalten, liebe Geschwister, für Al-Masch. Das bedeutet, wenn diese Bedingungen nicht eintreten, dann ist Al-Masch nicht erlaubt für uns zu vollziehen. Wir sagen dazu, wie nennen wir diese Bedingungen? Shurut bedeutet Vorbedingungen. Wenn wir diese Sache nicht erfüllen, dann ist die Sache ungültig, wie ihr euch hier vorstellen könnt. Die erste Bedingung, man muss die Socken angezogen haben, als man im Tahara-Zustand war. Das ist die erste Bedingung. Bedeutet, eine Person muss erstmal, bevor er anfangen will, über die Socken oder über die Schuhe zu streichen, er muss erstmal komplett den Wudu machen, einschließlich Füße zu waschen. Das muss komplett erstmal sein, liebe Geschwister. Das erste Mal. Beweis dafür ist der Hadith von Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu wa arda. Und diese Überlieferung ist muttafaqun alayh. Bedeutet bei Bukhari und bei Imam Muslim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Er sagt, kuntu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fatawadda. Ich war mit dem Gesandten sallallahu alayhi wa sallam. So hat er den Wudu vollzogen. Dann sagt er, ich habe mich geduckt, beziehungsweise ich bin heruntergegangen. So sagte er, lasse sie. Lasse sie bedeutet, tu das nicht. Zieh mir nicht die Schuhe aus, o Sahabi. فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن bedeutet, ich habe sie in einem reinen Zustand angezogen, als ich mich auf der Tahara befunden habe. Ich habe sie im Zustand der Tahara angezogen. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا so hat er über sie gestrichen, bedeutet über die Schuhe. Lasst uns dieses verstehen, liebe Geschwister. Hier aus diesem Hadith können wir sagen, was ist besser, die Füße zu waschen oder Al-Masih zu vollziehen. Was ist besser in der Religion, die Füße zu waschen oder Al-Masih zu vollziehen? Sie sagen, es kommt darauf an. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte hier sich die Schuhe ausziehen lassen können und die Füße waschen können? Antwort: Ja. Aber er hat es bevorzugt, zu streichen. Das bedeutet, sie sagen diese Gelehrten, Ibn al-Qayyim und Sheikh al-Islam, wenn du in einem Zustand bist, wo es leichter für dich, die Schuhe auszuziehen, dann zieh sie aus. Das heißt, wenn du sowieso keine Schuhe anhast, in diesem Zustand ist es leichter was? Die Füße zu waschen oder darüber zu streichen? Die Füße zu waschen. Aber wenn du in einem Zustand bist, wo du schon etwas anhast, hier ist es leichter, darüber zu streichen. Deswegen sagen sie, es kommt auf die Situation von einem jeden Diener darauf an. Na, weil wir wollen versuchen, in der Religion immer das Beste zu machen. Die erste Bedingung war, dass man... Tofa? Genau, dass man im Tahara-Zustand war. Bedeutet für dich... Nehmen wir an, du hast geschlafen, dann stehst du morgens früh auf, du machst Wudu und streichst über deine Socken. Ist dir dieses erlaubt beim ersten Mal? Ist dir dieses erlaubt? Nein. Warum? Kein Wudu gemacht bedeutet, dass du im Tahara-Zustand bist. Die zweite Vorbedingung, so sagen die Gelehrten, die Socken müssen tahir sein. Das bedeutet rein sein. Es darf nichts Unreines auf diesen Socken lasten. Es ist nicht erlaubt, beim Wudu über diese Socken zu streichen oder Schuhe, wenn darauf was ist? Unreinheit. Der Beweis dafür, die Überlieferung von Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, er überliefert in einem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages die Sahaba im Gebet geleitet hat. Und während er die Sahaba im Gebet geleitet hat, hat er was angehabt?
Schuhe. Deswegen von diesem Hadith können wir sagen, ist es Sunna mit Schuhen zu beten? Es ist Sunna mit Schuhen zu beten. Weil manche denken, nein, man darf keine Schuhe anhaben. Doch, es ist auch Sunna mit Schuhen zu beten, liebe Geschwister. Ha. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Sahaba geleitet im Gebet, während er Schuhe trug. Dann kam Jibril alayhi salam zu ihm und er informierte ihn, dass Unreinheit auf seinen Schuhen ist. Bedeutet, er hatte Schmutz an den Schuhen. Wenn wir Schmutz sagen, meinen wir nicht Schlamm. Aufpassen. Sondern Schmutz. Etwas, was Najis ist. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Schuhe ausgezogen im Gebet. Im Gebet. Das heißt, damit wir das richtig verstehen, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier schon im Gebet? Antwort? Ja oder nein? Er hat sich schon im Gebet befunden. Mal angenommen, du betest und du entdeckst später, dass du ein Kleidungsstück anhast, worauf sich Najasa befindet. Frage, darfst du hier im Gebet dieses Kleidungsstück ausziehen und in die Ecke tun und weiter beten und dein Gebet ist gültig? Antwort? Haitha? Wenn deine Aura... MashaAllah, sehr gut. Wenn deine Aura weiter bedeckt bleibt. Jetzt nicht, du hast Najasa auf deine Hose gesehen, dann ziehst du deine Hose aus und schmeißt die in die Ecke. Natürlich, hier wäre deine Aura nicht mehr bedeckt und eine Vorbedingung für das Gebet ist, dass die Aura bedeckt ist. Aber nehmen wir an, du hast zwei Hemden an oder eine Jacke an und darunter hast du ganz normale Kleidung. Und du siehst oder du erinnerst dich, subhanallah, mein Kind vorhin, als ich in seiner Nähe war, mein Baby, der hat mich einfach angepullert und ich habe vergessen, das wegzumachen. Hier kannst du die Jacke ausziehen, hinlegen und weiter beten. Weil wenn der erste Teil bis zu dieser Stelle gültig war, dann ist auch der weitere Teil gültig, über diese Stelle zu beten. Deswegen, liebe Geschwister, bitte passt auf. Und hier, deswegen sagen wir, Alhamdulillah haben wir Gelehrten, die uns die Religion erklären. Wallahi, wenn sie nicht da wären, dann wüssten wir nicht, wie wir richtig in der Religion handeln. Normalerweise Tahara. Das bedeutet, darfst du normalerweise beten, wo mit einem Kleidungsstück, worauf Unreinheit ist? Antwort? Nein. Aber subhanallah, warum hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Schuhe nur einfach ausgezogen und weiter gebetet? Er hat doch Najasa auf den Schuhen gehabt. Warum hat er hier weiter gebetet, obwohl doch die Tahara eine Vorbedingung dafür ist, dass dein Gebet überhaupt gültig ist? Warum? Na? War das der Grund? War das der Grund? Klar, weil da gibt es einen Beweis und bei meiner nicht. Sehr gut. Hier gibt es einen Beweis. Deswegen haben wir Am und Muqayyid. Es gibt allgemein einen Beweis und es gibt speziellen Beweis. Daher aufpassen immer, wenn man schnell redet. Weil normalerweise würden wir sagen, wenn wir dieses nicht kennen würden, diese Überlieferung, wir würden sagen, wenn einer uns sagt, ja schau mal, ich habe gebetet und dann habe ich gesehen, auf meinem Hemd war Najasa, ich habe es ausgezogen, habe weiter gebetet, ist mein Gebet gültig? Was würden Ihnen die meisten sagen sofort? Nein. Mach dein Gebet sofort nochmal. Aber hier, in diesem Falle, wäre es gültig. Na, dritte Vorbedingung. Al-Masih darf nur für die rituelle Gebetswaschung und nicht für die rituelle Ganzwaschung in Anspruch genommen werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn man Al-Masih weiter vollziehen will, nehmen wir mal an, man hat schon das erste Mal über die Socken gestrichen, jetzt kommt man in Janaba-Zustand. Man hat sich hingelegt, hat einen feuchten Traum gehabt, hier hat man jetzt was? Den Janaba-Zustand. Frage, darf ich jetzt weiter über meine Socken streichen? Nein. Omar, nein. Hier nicht. Janaba-Zustand hebt diesen Zustand auf, dass du weiter über deine Socken streichen darfst. Der Janaba-Zustand, er erlaubt dir nicht weiter über die Socken streichen zu dürfen. Hier musst du sowieso was jetzt machen in diesem Zustand? Russen.
Du musst die Gesamtwaschung vollziehen. Aber wenn du über deine Socken schon das erste Mal gestrichen hast, dann gehst du auf Toilette. Du musst urinieren oder groß machen oder du hast geschlafen danach. All diese Sachen, die den Wudu brechen, wie wir mittlerweile gelernt haben. Hier in diesem Falle darfst du weiter über deine Socken streichen. Mafhum? Wenn es eine Sache gibt, die unverständlich ist, wenn ich mich nicht klar ausdrücke, dann inshallah könnt ihr nochmal nach dieser Sache fragen. Warum? Der Beweis ist bei Ibn Khuzaymah rahimullah ta'ala in seinem Sahih. Und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Safwan ibn Assal radiallahu anhu berichtet, er sagte, wir waren mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf Reise. Und er hat uns befohlen, unsere Schuhe 3 Tage lang nicht auszuziehen, außer im Falle der Unreinheit, bedeutet im Janaba-Zustand. Jedoch nicht nach Verrichten der Notdurft, des Urinierens und des Schlafens. Bedeutet, wenn du im Janaba-Zustand bist, Geschlechtsverkehr oder ein feuchter Traum, hiernach darfst du nicht weiter über deine Socken streichen. Hier musst du die Gesamtwaschung vollziehen. Aber wenn du lediglich auf Toilette warst, groß oder klein, und geschlafen hast, oh, der schläft jetzt. Komm, Habibi. Komm, Habibi. Komm. Schuf ein. Schuf, Jamil, Jamil, Jamil. Wenn er jetzt schläft, dann schläft er die ganze Nacht nicht. Komm, komm, Jalla, Habibi. Schuf, Ammo, Ammo, Haitham. Ammo, Haitham, schuf. Ja, Habibi, komm. Hat jemand ein Bonbon oder sowas? Das weckt ihn sehr schnell auf. Nein, das ist nicht. Naam, das war die dritte Bedingung, liebe Geschwister. Bartlos. Die sind doch scharf, Habibi. Sind das die Scharfen? Alles gut. Jarl. Kul Bartlof. Aber scharf ist gut heute, dann bleibt der wach. Na. Ganz kurz den Hadith wiederholen. Den letzten jetzt. Habe ich nicht gemacht? Nur wieder ganz gut. Ich wiederhole den Hadith nochmal. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er auf Reise mit den Sahaba radiallahu anhum war, so hat er ihnen befohlen, die Schuhe 3 Tage nicht auszuziehen. Außer im Fall von ritueller Unreinheit, bedeutet im Janaba-Zustand. Hier mussten sie dann die Schuhe ausziehen, bedeutet, dass sie den Rüssel erneut vollziehen mussten, denn hier darf man nicht mehr über die Schuhe oder die Ledersocken streichen, aber nach der Notdurft, nach dem Urinieren und nach dem Schlafen ist dieses weiterhin erlaubt, über sie streichen zu dürfen. Dann kommen wir zur vierten Vorbedingung, liebe Geschwister. Man darf nur über die Socken streichen innerhalb der erlaubten Frist. Und diese ist 1 Tag und 1 Nacht für denjenigen, der ortsansässig ist. Bedeutet wie viele Stunden? Na? 24 Stunden. Und 3 Tage und 3 Nächte für die Reisenden. Bedeutet wie viele Stunden? 72, ne? Na? Ja, 72 Stunden, richtig. Warum? Der Beweis dafür ist bei Imam Muslim, der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, er befahl 3 Tage und Nächte für die Reisenden und 1 Tag und 1 Nacht für den Muqim, bedeutet für den Ortsansässigen. Fragen hierzu. Zu den 4 Bedingungen, die wir besprochen haben. Tfadal, Chef. Fika. Ja, ab wann gilt man als ortsansässig und ab wann gilt man als Reisender? Die Gelehrten haben verschiedene Aussagen darüber getroffen, wer ein Reisender ist. Ist man, wenn man irgendwo sich befindet, wo man normalerweise nicht jeden Tag hinkommt, ist das schon eine Reise? Oder sind es 80 Kilometer, das bedeutet 1 Tag und 1 Nacht, oder sind es 3 Tage und 3 Nächte? Was ist eine Reise? Jumhurul Ulama, die meisten Gelehrten sagen, 1 Tag und 1 Nacht zu wandern ist eine Reise. Entspricht ungefähr 80 Kilometer. Und eine der guten Aussagen von den Gelehrten bedeutet, alles was Al-Urf ist das Bekannte,
dieses ist auch eine Reise. Bedeutet, wenn es auch jetzt nicht 80 Kilometer sind, aber du bist an einem Ort, den kennst du eigentlich nicht. Das gehört nicht zu dem üblichen Stadtgefilde. So ist dieses eine Reise. Wallahu a'lam. Na, fadda. Tag und Nacht. Wenn ich beginne jetzt heute um Duhr zum Beispiel, darf ich bis nächstes Tag Duhr oder nein, bis nächstes Tag? Dazu kommen wir gleich, inshallah ta'ala. Dazu kommen wir gleich, weil dieses auch noch mit einer anderen Sache zusammenhängt. Tay, ab wann beginnt die Frist über das Streichen der Khuffay? Ab wann beginnt die Frist über das Streichen über die Ledersocken, liebe Geschwister? Ist es, wenn man die Socken angezogen hat, nachdem man den Wudu vollzogen hat, ab da fängt die Frist an oder ab dem ersten Streichen? Es gibt eine Überlieferung, und zwar gab es zwei Sahaba, die miteinander eine Meinungsverschiedenheit hatten. Schaut mal, das war selbst bekannt unter den Sahaba, radiallahu anhu. Und zwar Sa'd und Ibn Amr. Sie haben eine Meinungsverschiedenheit bezüglich des Streichens über die Khuffain zu Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, gebracht. Umar, radiallahu anhu, sagte, und die Überlieferung ist bei Abdurrazzaq in al-Musannaf, er sollte darüber streichen, wenn die Frist für das erste Streichen für einen Tag und eine Nacht war. Er sollte darüber streichen, wenn die Frist für das erste Streichen für einen Tag und eine Nacht war. Machen wir ein praktisches Beispiel. Dienstag, 14 Uhr. Du hast dich vollständig gewaschen, sprich, du hast den Wudu vollständig gemacht, einschließlich der Füße gewaschen. Jetzt ziehst du deine Socken an. Dienstag, 14 Uhr. Fängt ab Dienstag, 14 Uhr deine Frist an, die 24 Stunden, Omar? Nein. Sondern, nimm wir an, du hast um 16 Uhr dein Wudu verloren und das erste Mal darüber gestrichen. Ab wann fängt deine Frist an, Daoud? Ab 16 Uhr. Weil ab da das erste Mal streichen war. Ich weiß, dass sehr viele das so machen. Die meisten fangen mit der Frist an, wenn sie die Socken angezogen haben. Aber nein, liebe Geschwister, die Frist fängt an, nachdem man das erste Mal über die Socken gestrichen hat. Wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda gesagt hat. Natürlich, es gab hier Ansichten von Madhahib, die gesagt haben, nein, gleich und dies und das, aber die Aussage von Umar ist uns lieber. Denn Umar war ein Sahaba. Naam. Und von hier, die Frist fängt an, wenn man das erste Mal über die Socken gestrichen hat, liebe Geschwister. Und es gibt weit verbreitete Sachen, die unter den Leuten bekannt sind, die denken, wenn dieses und jenes eintritt, darf man nicht mehr über die Socken streichen. Wie zum Beispiel, wenn die Socken Löcher haben. Viele haben gesagt, es gibt hier keine Möglichkeit mehr für die Person, über die Socken weiterhin zu streichen, wenn er viele Löcher hat. Und manche Gelehrte haben zwischen großen und kleinen Löcher auch Unterschiede. Aber, liebe Geschwister, Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, das ist überliefert bei Abdurrazzaq, ebenfalls in Al-Musannaf. Er sagte, streich darüber, das heißt über die Socken. Und er ist ein Tabi'i. Solange sie am Fuß haften, waren denn die Socken der Sahaba etwas anderes außer zerrissen, zerfetzt und zerfleddert? Ihr müsst überlegen, die Sahaba haben viel Einsatz gezeigt, wenn ihr versteht. Und die Socken sind nicht immer frisch geblieben, wenn ihr ebenfalls versteht. Daher sagt dieser Gelehrte, auch wenn Löcher enthalten sind, so ist dieses kein Problem. Und Ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala, und er sagt, das ist auch eine der letzten Ansichten von Al-Shafi'i, er sagt, das Masch ist ebenso erlaubt für Fußbekleidung mit Löchern, solange diese Bezeichnung Fußbekleidung weiterhin dafür verwendet wird. Solange man sagen kann, das ist eine Fußbekleidung, ist das eine Fußbekleidung. Selbst wenn darin Löcher sind. Aber es heißt nicht, ein Fetzen klebt jetzt an deinem Fuß, das ist auch jedem klar. Oder? Das ist auch jedem klar. Müssen die Ledersocken besonders dick sein? Dieses, liebe Geschwister, ist keine Voraussetzung. Denn wir wissen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er auch über ganz normale Socken praktiziert hat, wie bei Imam gestrichen hat, wie bei Imam Ahmed und At-Tirmidhi überliefert wurde. Und wir wissen das nicht nur vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat es natürlich den Sahaba radiallahu anhum vorgemacht,
aber die Sahaba selber haben auch über ganz normale Socken gestrichen. Imam An-Nawawi sagt in Al-Majmu', dass Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik und andere viele Sahaba vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über ganz normale Socken gestrichen haben. Das heißt, es ist keine Voraussetzung dafür, dass dieses dicke Socken sein müssen. Normale Socken reichen aus. Und dann noch eine Sache, müssen diese Ledersocken knöchellang sein? Antwort nein. Denn es heißt in einer Überlieferung, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masaha ala na'alayh wa qadami. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat über seine Sandalen gestrichen und dieses ist hier bestätigt. Die Sandalen sind nicht knöchellang, liebe Geschwister. Na. Wann ist er denn? Und 17. In 20 Minuten? Zwei. In 2 Minuten. Man hat es gleich. Nein, nein. In 2 Minuten. Teil. Dann schaffen wir. Wie streicht man über die Füße? Man streicht, liebe Geschwister, mit den beiden Händen, die man nass macht, von der Fußspitze bis rein in dein Schienbein. Wer kann uns das vormachen? Ich sitze gerade so schwer. Teil, dass ihr alle bitte guckt. Genau. Von der Fußspitze, indem man beide Hände nass gemacht hat, man streicht gleichzeitig. Weil es in der Überlieferung von Ibn Mughira al-Shu'ba geheißen hat. Vermasaha alayhima. So hat er gleichzeitig über sie gestrichen. Ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala, sagt, gleichzeitig, so hat er über sie gestrichen, bedeutet gleichzeitig. Weil die Sahaba, wie ihr wisst, haben alles ganz genau beobachtet. Er hat nicht einen Arm, sondern er hat sie gleichzeitig, er hat gleichzeitig darüber gestrichen. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyip, dann inshallah beenden wir hier erstmal an dieser Stelle. Eine Minute für Fragen, kurze Fragen. Kann man auch getrennt über die Füße streichen, über die Socken streichen? Was heißt getrennt? Also jeden Fuß einzeln. Was bekannt ist, und Sheikh Ibn Uthaymeen sagt, das ist das Bessere in der Religion, dass man gleichzeitig darüber streicht. Aufgrund dieser Überlieferung. Wallahu a'lam. Na. Gibt es irgendwie Hadith, die klar machen, ob es Unterschiede zwischen Leder oder normalen Stoffsocken? Nein, wir wissen, der Bruder fragt, gibt es Unterschiede über die Arten von Sachen, worüber gestrichen wird? Wir wissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über Schuhe gestrichen, er hat über Socken gestrichen, er hat über Ledersocken gestrichen. Insofern, das alles ist erlaubt, darüber zu streichen. Wallahu a'lam. Tfadal billah. Kann noch mal da unten was zeigen? Na. Tayyip, tfadal. Naif. Du hast ja erwähnt, dass ein Reisender gilt erst ab 80 Kilometer circa. Ungefähr. Was war das andere Mal? Al-Urf. Eine Wanderung. Bekannte, wenn du dein Stadtgefilde verlässt und das ist eine Gegend, die dir nicht so vertraut ist, obwohl das nicht 80 Kilometer sind, vielleicht sogar 50 Kilometer. Na, zum Beispiel Spandau, oder? Verdammt. Aber jetzt nicht zu Socken? Doch. Jetzt nur zu Socken. Ich mache nur ganz schnell von den Frauen, inshallah. Wenn ich zwei Paar Socken übereinander anziehe, nachdem ich Wudu gemacht habe, gilt das genauso. Hier streichst du über die obere Partie. Das heißt, die Socken, die am obersten sind, die sind ausschlaggebend. Weil auch wenn du 5 Socken anhast, die sind eine Einheit in dem Moment, wie die Gelehrten sagen. Wie geht diese Frau vor? Sie hat Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann und direkt danach, noch bevor sie Russel vollzieht, beginnt sie zu menstruieren. Muss sie zu dem Janaba-Zustand durch Rüssel aufheben oder wie handelt sie gemäß der Sunnah? Das heißt, die Frau, die hatte Geschlechtsverkehr und danach fing ihre Menstruation an. Kann passieren. Wie ist die Sache hier? Weil auch wenn sie jetzt Rüssel macht, darf sie danach beten? Natürlich nicht. Aber die Gelehrten sagen, sie soll trotzdem den Rüssel vollziehen. Warum? Weil sie mit dem Rüssel noch andere Dinge da machen darf, als wenn sie im Janaba-Zustand wäre. Wallahu ta'ala a'la. Wa'alam. Taib, inshallah, dass wir das nicht verspäten. Es gibt noch Fragen. Inshallah, nächste Mal machen wir dann weiter. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Und ich bitte euch, dass ihr wirklich diese Unterrichte, inshallah, richtig lernt und danach weitergibt. So hat uns
die Religion dieses Geboten. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'. Schufe bei den Schauern, danke.